Monster Kill, Kill, Kill. Ja, so oder so ähnlich hat sich das damals angehört. Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Lost. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch ein bisschen was zu Unreal Tournament Teil 4 erzählen. Und im Allgemeinen auch zu Unreal 4 Engine, denn die wurde ja vor kurzem vorgestellt. Ihr habt die Möglichkeit, das Teil auch anzutesten. Also zum Beispiel Unreal Tournament an den Start zu bringen. Unreal Tournament auf der Unreal 4 Engine. Habt ihr die Möglichkeit, das Spiel kostenlos anzuzocken. Und das Geniale dabei ist, es fühlt sich an wie damals. Wie damals, in den Zeiten, in denen ich noch kein Battlefield 42 damals als erstes Spiel natürlich im Battlefield-Genre gespielt habe, sondern im Vorhinein mit Counter-Strike, CS 1.6 oder eben hier Unreal Tournament oder Quake in die Arena gestiegen bin, um die Gegner auseinanderzunehmen, hier in diesen richtig geilen First-Person-Arena-Shooter. Da ist wirklich, da kommt wieder das Feeling auf von damals. Oh mein Gott, schnelle Runden mit den Freunden, sowohl auf LAN als auch online, das waren echt heiße Gefechte, wo man sich stundenlang sogar auf den gleichen Maps immer wieder tummeln konnte. Und es wurde einfach nicht langweilig, weil so ein fast-paced Action-Style drin war. Mein Gott, wo gibt's das heute noch? Wir haben jetzt natürlich Titel wie vor kurzem Toxic, der released wurde, den ich euch ja bereits schon im Video auch gezeigt habe. Jedoch hier auch sich der Content, naja, ein Stück weit enorm einschränkt für einen zahlbaren Titel, also für einen Pay-to-Play-Titel. Und hier Unreal, hier mit Unreal Tournament und der Unreal 4 Engine punktet, indem ihr das Ganze eben umsonst spielen könnt. Der Content ist hier natürlich auch noch nicht so weit vorangeschritten. Das Ganze befindet sich natürlich noch in der Entwicklungsphase. Wir haben meines Wissens diese eine Map, die wir aktuell spielen können. Die Skins werden nach und nach immer aktualisiert. Aber was das Geniale an der ganzen Sache ist, die Unreal Engine ist für Spieleentwickler for free. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze auch runterladen und selbst in den Modding-Part mit einsteigen. Hier hat sich Unreal einer ganzen Community bedient, ein ganzes Community-Setup aufgebaut, wo ihr mit Teil dran haben könnt, in Foren, in Chats, in sonstigen und eure Sachen auch vorstellen könnt. Das heißt, ihr könnt daran teilhaben, dieses Spiel oder auch andere Spiele, die auf der Unreal Engine basieren können oder könnten, mitzuentwickeln und dort mit dran teilzuhaben. Und hier machen sie mit der Unreal Engine natürlich ein neues Fenster auf. Denn vorher war es natürlich so, dass Spieleentwickler ihr Spiel ohne den Einfluss der Community zum größten Teil entwickelt haben. Momentan geht es jedoch aus Sicht vieler Spieleentwicklungsfirmen oder auch Publisher eher in die Richtung, die Community stärker mit einzubeziehen, da jeder Publisher, so gut wie jeder Publisher, in der Vergangenheit immer wieder negative Erfahrungen machen musste, was gewisse Spieltitel anging, weil sie einfach noch nicht fertig genug waren oder die Community sich was ganz anderes erwartet hat. Mit eines der jüngsten und auch bekanntesten Beispiele, weil wir natürlich hier gerade auch in Battlefield stark unterwegs sind, ist natürlich EA, die sich jetzt auch der Community bedienen, sei es im Community Map Project in Battlefield 4, wo ihr mit abstimmen könnt, welche Karten als DLC bei dem Battlefield 4 verfügbar sein werden, oder wie jetzt zum Beispiel im Rahmen der Unreal Engine noch viel extremer, wo die Community an sich mit modden kann, in Form von Waffenskins oder Player-Skins oder diversen Designs, was Map angeht, und das macht das Spiel natürlich sehr, sehr, sehr umfangreich für die Zukunft, wenn sich natürlich entsprechende Community findet. Denn was waren denn mit die besten Games? Das waren die Games, gerade im Multiplayer-Sektor, die einfach auch Modbarkeit hatten, beziehungsweise den Mod-Support hatten. Sei es wie bei den alten Battlefield-Teilen, ich kann mich immer nur wieder wiederholen, Battlefield Forgotten Hope, eine Mod für Battlefield 1942, ein super Ding, meiner Meinung nach besser als das Hauptspiel und das Ganze von Fans entwickelt worden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Ich habe mir, wie gesagt, Unreal Tournament runtergeladen, ein paar Runden gespielt und ich muss sagen, obwohl der Content sich natürlich, wie gesagt, noch im Rahmen hält, ist das Ganze wirklich spaßig. Und ich muss auch dazu sagen, es macht mir bisher sogar mehr Spaß als Toxic. Vielleicht, weil sich einfach hier auch die alten Zeiten von damals wieder so ein bisschen Revue passieren lasse und wieder ins Gedächtnis kommen. Ich kann euch wirklich einfach nur empfehlen, das Ganze einfach mal runterzuladen und auszuprobieren. Ich packe euch den Link zur jeweiligen Registrationsseite unten in die Videobeschreibung. Ihr müsst euch nämlich hierbei einen Account bei Unreal erstellen und damit habt ihr auch dann Zugriff auf die jeweiligen Foren. Da kriegt ihr nämlich einen eigenen Launcher und da habt ihr dann Access auf das ganze Zeug, sei es die Unreal Engine oder Unreal Tournament. Oder wie gesagt, irgendwelche Foren, Threads, Chats und sonstiges. Und ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass wir das Spiel immer ein Stück weit auf dem Radar haben und bestimmt auch die eine oder andere Runde im Stream zocken werden. Falls ihr es schon angetestet habt, schreibt doch mal eure Meinung, eure Empfindungen unten in die Kommentare unter das Video und meldet euch doch mal zu Wort, wenn ihr auch damals Unreal Tournament gespielt habt. In diesem Sinne, Ziel immer im Auge, euer Lost.